einen wunderschönen Feiertag gewünscht, meine lieben Freunde. Hallo, gewünscht! Wie feierst du heute, Kornel? Boah, ich mach gleich hier so eine richtige Party. Party? Ja, ich und was zu essen. Du und deine fünf besten Freunde aus dem Osten. Nehme ich an. Ich hab keine Freunde aus dem Osten. Bitte was? Warum nicht? Ich bin aber nicht so offen. Ist da nicht so offen? Ich kenne da jetzt auch aus dem Westen, du Affe. Das würde ich so. Hallo? Was um mich? Ja. Und ich bin. Gut, ich bin ja auch aus dem Norden, ne? Das ist ja natürlich auch was anderes, ne? Junge, du wohnst so in der Mitte von Deutschland. Junge, es ist so nicht die. Wenn das die Mitte von Deutschland ist, also wenn, dann ist es die nördlichste Stelle der Mitte von Deutschland. Erstmal. Kannst du das Meer sehen? Mit gutem Willen, ja klar. Kannst du mit dem Fahrrad zum Meer fahren? Nein. Wenn ich vernünftig dünn wäre, würde das gehen. Aber das ist ja unfair, weil ich kann mit dem Fahrrad nirgendwo hinfahren, Kornel. Ja, und ich habe keine Freunde, also haben wir das auch geklärt. Es sind nur Freunde, wenn sie mit dem Fahrrad vorbeikommen können. So war das nämlich in der Grundschule. Und, ja. Nach diesem Motto lebt Kornel heute noch. Okay. Ja, das ist mir wichtig. Ne? Zwei Dinge im Leben sind Kornel wichtig. Zum einen, dass potenzielle Liebhaberinnen nicht wissen, wo seine Eltern wohnen. Ja. Und dass seine Freunde mit dem Fahrrad vorbeikommen können. Ah ja. Das sind das die Dinge. Stimmt. Ja, gut. Kornel, wie leiten wir denn jetzt über? Leiten wir über auf das Thema des Tages. Ah, Quatsch. Ich hab noch was anderes und ich. Spring! Ja, ich musste hier gerade im Tab rumromantieren. Und zwar habe ich gestern eine sogenannte Spende bekommen. Und da ist eine Frage drin. Und ich fühle mich genötigt, diese zu beantworten. Aber das ist jetzt tatsächlich wirklich auch nicht spannend für den Part. Sondern es wird nur gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass Fleddy den Autositz an so ein Gestell schweißt. Und da kann ich nur sagen, ich weiß gar nicht, ob der schweißen kann. So. Also, nein. Ich danke für diese Frage. War wichtig, dass sie beantwortet wird. Ich danke dir vor allen Dingen für 30 Euro. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So. Ich hoffe, das wurde geklärt. Ich denke da ja immer nicht so dran, aber dann gucke ich auch, habe ich auch mal nachgeguckt, ob ich hier eine Donation bekomme. Also ist halt, wenn man so reich ist, dass man gar nicht mehr gucken muss, ob man Geld bekommen hat. Ne? Einfach, Geld ist da. Ne? Nee, das Ding ist ja beim PayPal ist so. Willst du mir sagen, ist schon wieder im Minus? Nein, Freundchen, aber. Freundchen, hätte ich jetzt auch, aber auch machbar gesprochen. Das ist quasi ja auf einer anderen E-Mail, also ich sehe das nicht so einfach so. Ah, weil okay. Also ich sehe nicht auf meiner normalen E-Mail, dass es aber kommt. Du musst eh bei Tippystream selber gucken. Weil, wenn das nicht über PayPal ist, dann kriegst du gar keine Mail. Verstehst du? Hm. Ich weiß nicht, ob er verstanden hat, Leute. Habt ihr das Gefühl, er hat es verstanden? Nicht 100%, oder? Also ja, ich habe tatsächlich, der war auch sehr gut. Das wäre mein PayPal wieder ein Minus gewesen. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ja, weil Ding hier Sky wurde abgebucht. Also Wow TV. Ja, genau. Wow, der Baum. Zweimal, weißt du, dreimal? Wie oft? einmal? Und Spotify. Junge, weiß ich nicht. Wenn man Serien und Fernsehen hat, dann buchen die zweimal ab. Also die haben das getrennt. Ach so, nee, nur einmal. Du kannst ein Serienpaket kaufen, du kannst ein Filmpaket. Ich hab nur Sport. Okay, aber das ist teurer, wie mein Serien- und Filmpaket zusammen wahrscheinlich. Allerdings muss ich sagen, dass hier jemand direkt nacheinander zweimal 10 Euro donatet hat. Ich hoffe, das war kein Fehler, weil die sind jetzt natürlich drin im Twix-Blister. Die kriegst du nicht mehr wieder. Oh, da muss ich auch noch was erzählen, ja. Nee, ich hoffe, das war kein Versehen, dass da zweimal 10 Euro kam. Ja, und dann habe ich nochmal 20 Euro bekommen und nochmal 10 Euro. Und die 5 Euro, die ich mir verdient habe. Das war das. Ja. Stark. Ja, ich hab tatsächlich letztens eine Nachricht von meiner Mutter bekommen. Ne? Nee, die redet noch mit dir. Die redet noch mit mir. Und die schrieb, lass das Milky Way, das Crispy Roll, lass die Crispy Rolls aus dem Hals. No, nein. Sie hat den Part bis da hinten hingeguckt, tatsächlich. Aber Crispy Rolls sind so lecker. Und tatsächlich meinte sie auch so, wenn ich welche mir geholt hätte sie auch welche haben wollen.
Ja, da kannst weil sie die auch geil finden. Und meine Mutter findet Milky Way auch geil. So. Oh, es ja, liegt dann in der Familie, Leute. Oh, einfach eine Familienkrankheit. Guckt Fleddy diese Videos? Nee, ne? Doch, der kommentiert hier öfter mal. Hat er kein Sexleben mehr? Nein, der hat kein Sexleben mehr. Nein. Der, also ich weiß gar nicht warum. Der hat eine aufgeräumte, Fleddy. Der hat eine aufgeräumte Wohnung. Der ist schlank. Keine Schulden mehr. Keine Schulden. Früher war er immer so ein Ficker. Ja, aber jetzt macht er dem Mann nichts. Oh, das finde ich auch, lächerlich. Tut mir leid. Wofür hat er das Ganze gemacht? Ja, da sind wahrscheinlich die wenigen Haare auf dem Kopf, ne? Ach, so wenig Haare hat er gar nicht. Also der kann das gut verstecken. Das sieht man nicht. Ja, dann das tut mir leid. Da wollte ich jetzt natürlich nicht in der Wunde steppen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sag mal was dazu. Na, erzähl uns mal, was ist da los, ne? Bist doch unser Vorbild. Ja, mein großes. Eben. Und Cornel will bestimmt auch mal wieder Sex haben. Wenn er jetzt hört, wenn man das alles macht, hat man trotzdem keinen Sex. Das motiviert nicht. Nee, dann lass ich's. Nee. So, was war denn jetzt? Ich wollte doch was, Cornel. Ich geh in den Schacht, lass mich in Ruhe. Du bist im Schacht? Genau, dann muss ich das alleine weitermachen. Und zwar wollten wir mal, wie bringt man das jetzt vernünftig rüber, ne? Ja, wie kamen wir darauf überhaupt? Früher waren viele Menschen Arsch. Ah, ich weiß wieder, wie wir darauf gekommen sind. Das muss man vielleicht dazu sagen. Weil wir über Domtello gelästert haben. Nein. Der Cornel hat sich aufgeregt. Hab ich mich? Ja, ein bisschen. Also jetzt nicht. Also Cornel hat sich aufgeregt. Der macht ja nebenbei noch ein weiteres YouTube-Business. Oh, erzähl das nicht. Ja, wir reden dann nicht großartig drüber. Und er hat sich halt darüber aufgeregt, dass in dem Bereich, in dem er was macht, bei gewissen Sachen gibt es keine Regeln. Ah, stimmt. Und ja, das hab ich. Da waren die Leute laden die Videos einfach zu der neuen Sache direkt schon um 0 Uhr hoch und ganz früh am Morgen und so, ne? Die Ergauner, die ergeiern sich natürlich die Klicks. Und da war der Cornel ein bisschen erbost drüber. Ja, sobald es einmal nicht irgendwie geregelt ist, gehen die Leute wieder richtig, ne, in die Tiefen der Hässlichkeit. Ja. Weißt du, und dann kommt direkt der Upload um 0 Uhr. Du weißt ja, wie es ist, für die Klicks, ne? Dass man nicht alles für die Klicks tut. Das Video darf veröffentlicht werden, wenn das rauskommt, und das kommt am 3. raus, dann ist ja um 0 Uhr auch schon der 3. Oh ja, dann machen wir das immer. Ach so. Ah. Ja, es gibt halt, ne, es gibt halt keine feste Regel, also darf es halt dann rauskommen, wenn es halt rauskommt. Also mit dem Release auf RTL Now kommt es gleichzeitig auch auf Kanal. Ja, so. Weil ihr schon vorher Zugriff habt. Ich glaube, so ist das, ja. Das ist ja, also das finde ich natürlich. Und das ist auch dumm, weil. Ach, Junge, um 0 Uhr. Das ist so, dazu möchte ich aber jetzt was sagen. Dazu ist mir dann natürlich wieder eingefallen. Es war ja früher wie folgt, Freunde. Ne? Es gab einmal die Let's Player, die bösen Let's Player. Und das waren wirklich, also da haben wir gesagt, das ist menschlicher Abschaum. Ne? Mit denen will ich nichts zu tun. Mit denen. Wisst ihr was, wenn ich die anspucken würde, wäre mir die Spucke zu schade dafür, ne? So, so ein Abschaum der Menschlichkeit. Denn die haben einfach, jetzt müsst ihr euch mal reinziehen, die haben die Spiele gekauft, einen Tag früher meist schon. Und dann haben die einfach 7, 8, 9, 10 Parts am Tag hochgeladen. Stell dir das mal vor. Das ist richtig krass. Also da das gab's. Das finde ich auch immer so kacke. Ja. Ich hab das nie gemacht, glaube ich. Aber ich habe es auch nie gemacht, weil ich keinen Bock darauf hatte und ich auch keinen Bock hatte, so viele Parts aufzunehmen. Aber Wollo hat es nicht gemacht, weil er dachte, er ist dann ein Ehrenmann. Ja, ich habe das aus moralischen Gründen. Oh, so dumm, habe ich das nicht gemacht, ne? Und ich ärgere mich da heute extrem drüber, weil diese ganzen Leute, die sind halt riesengroß geworden. Die laden heute nur noch 4 Videos am Tag hoch, ne? Und machen trotzdem irgendwie 20 Millionen Klicks im Monat. Und da kann man ja ein bisschen von leben sogar, ne? Wobei LPM hat auch immer viel hochgeladen, oder? Nein, das kam erst später. Mit den, weil das in der Nintendo-Szene dann langsam die Moral verflogen war. Ab, ich sag mal, 2018 oder so. Mit den neuen Pokémon-Spielen auf dem 3DS war die Moral dann irgendwann auch verflogen für alle. Da hieß es dann, ne, man muss 5 Parts am Tag hochladen, aber da gab es auch eine gewisse Grenze für die Zuschauer, ne? So 5 Parts waren okay.
Nee, anders war es, ne? Es war so, wenn Domtendo 5 Parts hochgeladen hat und du hast es dann gewagt, einen 6. Part hochzuladen, dann kamen die Zuschauer und haben gesagt, sag mal, was ist denn mit dir los? Du kannst doch nicht so 6 Parts hochladen, das ist doch Wahnsinn. Das ist richtiger Wahnsinn. Also wirklich, ja, verrückt, was du da tust. Domtendo hat nur 5 hochgeladen. Willst du einfach Domi die Klicks klauen? Niemals. So nämlich nicht. Und jetzt erzähle ich meine Geschichte. Dann möchte ich meine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Zuschauer waren eh auch immer lost. Das ja, halt absolut. Absolut. Es tut mir, also nichts gegen euch, Leute. Ne? Ihr seid ja nur der Überbleibsel so ein bisschen, aber boah, es war auch so schrecklich früher, wirklich. Es war der größte Fehler, dass ich mit Nintendo angefangen habe. Ey, ich weiß noch, ich weiß noch, dass das New Super Mario vs. Wii Let's Play, wo ich 100% gemacht habe, ne, in dem Titel. Und am Ende fehlte so ein Stern oder so, weil ich nicht in die Kanonen gegangen bin. Ja, stimmt. Ich bin nicht in die Kanonen gegangen, Kornel. Und dann haben die Leute, die Kommentare waren voll mit, das ist gar nicht 100%, wenn du nicht die, du musst da rein, sonst zeige ich dich an. Ja, weil das als abgeschlossenes Level gezählt hat und dann hattest du nicht den letzten Stern für alle Level abgeschlossen. Und Leute, oder so. Die Kanonen waren einfach wirklich nur, du gehst da rein, da ist sofort die Kanone, du drückst nach unten, Ende. Da muss ich nochmal einen extra Part mit den 4 Kanonen hochladen. Hast du das hochgeladen? Das habe ich hochgeladen, ja. Oh Gott. Der existiert. Natürlich, wusste ich ja. Sonst war ja fake sonst. War ja gar nicht 100%. Wirklich, also, es ist so, also... Das war auch einfach, also es gab manche Sachen früher, die waren wirklich Hanebüchen, also. Nö, genau. Aber jetzt will ich eine Sache mal erzählen, was damals vorgefallen ist, ne? Und zwar habe ich irgendwann mal eine private Nachricht vom König höchst selbst bekommen. Domtendo, the man. Wie hast du dich gefühlt? Die Legende. Bruder, ich habe einfach gedacht, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, ne? Aber es ging gar nicht darum. Es ging um was anderes. Pass mal auf. Da hat er mir gesagt, ne, also mit deutlichen Worten, hat Domtendo mir gesagt, mit ne? So, Wollo, das ist ja alles ganz schön, was du hier machst, ne? Auch stabil. Aber eine Sache ist ja nicht so toll, ne? Dass du immer schon einen Tag früher hochlädst und so. Also das ist ja irgendwie auch, ne? Das gehört sich ja nicht. Weil Domtendo das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht durfte, weil er schon mit Nintendo so... Ganz genau. ...die Spiele zugeschickt Richtig. Bekommen hat und so, ne? Richtig, er durfte natürlich nicht. Und dann war es natürlich ein Problem, wenn jemand anderes da am Vortag schon 300 Klicks drauf macht. Ja. Da sind ja 300 Klicks, die er dann nicht mehr bekommt, ne? Und dann ist er wirklich per PN mit der moralischen Keule gekommen und... hat mich dann dazu gebracht, das nicht mehr zu machen tatsächlich. Weil ich mir dann dachte, ja gut, ich will ja auch ein... Oh, du bist will ja auch ein Guter sein, ne? Ich bin ja, bin ja kein schlechter Mensch, der dann einfach früher hochlegt, ne? Wie so ein Arschloch. Oh, Wollo, du bist auch... Oh Gott. Dass er das natürlich schon kriegt, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, ne? Nur mal so. Das wusste man nicht? Nee, ich glaube nicht. Ah, toll. So oder so... Richtig assi. Ja. Und heutzutage, ne, er ist ja jetzt aus dem Partnerprogramm bei Nintendo so rausgeflogen. Und heutzutage immer vorher schon zig Parts, ne? Da ist von der Moral ist nicht viel übrig geblieben, die ja damals. Aber es gab diese Moral ja auch nie, ne? Seien wir mal ehrlich, die war ja nie existent. Man wollte ja nur die anderen Leute irgendwie dazu bringen, sich an die Regeln zu halten, die ihm gestellt werden, wodurch er Vorteile erhalten hat, die wir selber ja gar nicht bekommen haben. Ja, ja. Ach ja. Ja. Liebe. Grüße. Ja, es war alles eine wilde Zeit. Es war einfach wild. Es ist wirklich... Es war damals schon der wilde Westen. Nur nicht genau. Es ist, mein Gott, ja. Also ich wurde klein gehalten, Leute. Ich sag euch jetzt, wie es ist. Ich wurde klein gehalten. Ja, aber als du dann der 3DS-Profi warst, dann war auch wieder der Wollo gefragt, ne? Ja, aber... Aber ist ja auch normal. Ne? Auch nicht gereicht. Keine Ahnung, ne? Es war früher... Das war ja auch in der Nintendo-Szene immer so, dass halt niemand was miteinander machen wollte, ne? Also
Es war ja ein ganz großes Highlight, als er das Let's Play Together von LPM und Nintendo kam. Das war aber auch der Art. Ja, aber da hat die Nintendo-Szene auch gleich gelernt, dass das keine gute Idee ist, sowas zu machen. Ja, das stimmt. Das geht nicht gut aus. Das war so geil. Wer kennt es noch, das Together von Nintendo, LPM und. Ich sag nur, die Atombombe. Psychokinese. Genau. TM-54 oder so. Gut versteckt. Das ist nicht gut geendet. Junge, das ist so geil, Alter. Das war so geil. Ich hab so. Es war einfach. Das war ich meine, lustig. Wenn der Streit danach noch. Also, wenn es gefaked gewesen wäre, wäre ja auch irgendwie okay gewesen. Aber nein. Alles, was da passiert ist, ist echt einfach. Oh, das ist geil, ey. Bruder, das ist wegen sowas! Überleg mal! Muss aber überlegen, weswegen, ey. Wegen nichts. Und niemand wollte was zusammen machen. Es war immer jeder so für sich, weil die Angst hatten, dass man einen Viewer verliert und so. Weißt du, und währenddessen gab es dann die Minecraft-Community auf der anderen Seite, die alle immer alles zusammen gemacht haben. Immer Projekte zusammen, dies zusammen. Und die immer größer und größer wurden, ne? Die einfach gewachsen sind wie sonst was. Und dann dachtest du dir immer, Bruder, warum machen wir nicht mal irgendwas Cooles? Und nee, alle hassen sich, niemand redet miteinander. Ach, das war wirklich. Und ja. Und wenn du dann selber Minecraft gemacht hast, haben alle Nintendo-Zuschauer immer geheult ohne Ende. Das ja. Machst du nur wegen dem Hype. Oh, ich spiele gerade Minecraft. Die Einblendung kommt irgendwann, Hype. Leute. Wir arbeiten dran. Ja, es ist. Aber wer von euch, schreibt das wirklich mal in die Kommentare, wer von euch war damals schon mit dabei? Weil vielleicht sind ja auch viele. Wer erinnert sich? Und du denkst so, ja, der redet von mir. Ja, mein Kommentar hat erwähnt. Das wäre auch lustig. Wer von euch hat das Together geguckt? Klar, Digga, das hat. Jeder alle haben es gesehen, ne? Es war halt auch einfach geil. Ich wurde sogar mal, das ist halt auch gar nicht so mega lange her, wurde ich dazu gezwungen, das nochmal mitzugucken. Also zumindest habe ich ein paar Parts gesehen. Und besagte Zusatzperson hat es am Ende sich noch ganz angeguckt. Und ich kann dir nur sagen, ich hab da drei Parts oder so gesehen. Ja, ich dachte mir, Digga, das ertrage ich nicht. Also, das ist ja nichts, das ist nicht zu ertragen. Das ist wirklich, also nein. Oh, also ist jetzt nicht so gut gealtert, würde ich sagen. Das ist, unter heutigen Gesichtspunkten würde man das jetzt nicht mehr so feiern, glaube ich. Ich zumindest nicht. Entschuldigung. Aber es ist ein bisschen YouTube-Historie. Zwar auch nur in unserer Bubble. Ich wollte gerade sagen, aber auch nur im Nintendo-Bereich, ne? Ja, der Nintendo-Bereich ist nie mainstreamig geworden, aber er war trotzdem schön. Na, doch, eine Person schon, ne? Alle anderen ja, nur nicht. Aber der ist auch nicht richtig. Also der so richtig krass Mainstream auch nicht. Glaub doch. Ja, ich meine, außerhalb von Nintendo kennt man den jetzt nicht so sehr. Domtendo hatte mal eine Zeit, wo er dann mit Unge ein bisschen Smash gespielt hat und so, ne? Da war er dann mal ein bisschen. Mit Monta hat er auch mal Mario Kart eine Runde gespielt. Oh ja. Ja, ein bisschen. Ja, Domtendo ist auf jeden Fall der Mainstreamigste, den es gibt. Das ist ja klar. Ne? Das ist halt der Größte. Aber ich war eh immer Team LPM, das ist ganz klar. Natürlich. Also war ich wirklich. Ja, du wirklich, ja. Ja, also ich war immer einfach mal Markus-Fan. Ich war aber schon immer für den Underdog. So. Man muss, ja. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe auch früher, als ich angefangen habe mit Let's Plays gucken und so, auch viel Geilkind geguckt, also. Ja, das war eins meiner. Meine ersten Let's Plays war halt Twilight Princess. Der langweiligste ever, ne? Junge, das war geil. Also heutzutage wäre es mich wahrscheinlich auch, wenn ich gucken würde, würde ich mir denken, boah, fuck, das ertrage ich nicht. Aber also damals, was heißt damals? Ich war ja damals auch schon alt, ne? Ja. War ja jetzt nicht jung, als ich das geguckt habe. Da war ich. Ja gut, aber die Zeit war einfach eine andere, ne? 25 oder so. Aber so wie wenn man jetzt Brüste sieht. Ja. War halt der Unterschied ist halt tatsächlich, das war halt ganz neu, ne? Das war ja was ganz Neues, auch für mich mit 25 dann. So, das, ne? Ich dachte mir so, boah, ist schon irgendwie ganz geil. Naja, so war das, ne? Dann.
Ach, war eine schöne Zeit früher, so der Anfang von allem. Oh, das war so schön. Aber darüber haben wir ja schon öfter geredet, wie schön das war, ne? Ja, aber das werde ich man schwelgt da immer wieder rein. Also eigentlich, zu der Zeit ging es mir richtig scheiße. So richtig schlecht. Ich war richtig depressiv. Jetzt? Nein, Junge, bist du bescheuert? Ja, ich wollte es nur für die Leute kurz einordnen und nicht, also, dass sie auf falsche Gedanken kommen. Anders schlecht, sag ich mal. Ne? Ja, du warst halt in der Arbeit, jeden Tag in der Knechte. Das war gar nicht so das Allerschlimmste, aber das war Liebeskummer zu der Zeit so ein bisschen. Ne? Du hattest, ach jo, als du angefangen hast, meinst du? Ja, also wo ich angefangen habe mit Let's Plays. Ach, zu gucken, ja, überhaupt. Ja, das hat ja am meisten Grund, warum man damit anfängt, sowas zu gucken. So wenn Witze. Du da nie, wenn die Beziehung gehalten hätte bis heute, ach du Scheiße, du hättest nie angefangen. Dann hätte ich nie angefangen, nee. Dann hätte ich niemals angefangen, Let's Plays zu gucken. Nee, die hätte sich mal opfern können, die Frau für uns, oder? Das wäre, ja, wäre wahrscheinlich meine Rettung gewesen, ne? Scheiße. Aber jetzt ist es so. Jetzt sitze ich hier, muss Mario jetzt stehen. Ist es so, wie es ist. Kann ich alles. Ja, dann bin ich ja selber eigentlich gar nicht schuld, sondern sie ist schuld. Ja, wenn du so möchtest. Da ja auch mein Frauenhass. Das macht Sinn. So ergibt alles auch einen großen Sinn. Ne? Kein Wunder, dass ich Frauen hasse. Guck mal, was sie mir angetan haben. Das ist schon ein bisschen gemein gewesen. Oder? Muss man so also, sagen. Fand ich schon. Das ist schon krass. Naja. Ja. Ja. Und das Essen hat mir auch ein bisschen was angetan, aber. Dem kann ich doch nicht sauer sein, ne? Nicht lange. Nee, dem süß. Dem Süßi. Oh, wollte immer schön früher nach Burger King nach der Arbeit. Oh, Bruder, das war so. Anders Grillstübchen, Bruder. Gab's damals noch. Anders Grillstübchen. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum? Die Stelle da ist in dieser Version komischerweise unmachbar. Ich glaube doch. Ja, boah, anders kriege ich. Die Arbeit war auch immer so, ne? Also ich habe mir 8 Stunden überlegt. Wann holst du gleich? Wann esse ich? Das habe ich auch, als ich nach meinem. Nur am Überlegen, ne? Wann war das? Das war, glaube ich, 2012, nach meinem ersten Studiumabbruch. Da habe ich dann bei so einer Firma gearbeitet, wo man so Standteile gemacht hat. Ja. Junge, ja, kannst du mir sehr gut vorstellen. Lebens. Kannst du mir richtig, also ich kann mich da richtig reinfühlen. Du stehst an dieser Maschine und dann standst du einfach so 80 Mal in einer Minute. Ja. Und dann musst du im Grunde nur gucken, dass das Material richtig reinläuft und dann immer nachlegen und dann musst du alle 10 Minuten soll man mit so einer mit so einem Zettel dann überprüfen, ob die Teile auch richtig sind. Habe ich natürlich nie gemacht, aber Alter, war ein Eingang, war halt auch so. Da musste man ständig mit irgendwelchen Zetteln überprüfen, ob das passt. Und da habe ich auch immer nur so Pi mal Daumen gemacht. Ja. War mir scheißegal. Leck mir am Arsch. Fickt euch doch ins Knie, Alter. Aber das Ding ist, wenn ich Feierabend habe, ich bin immer morgens um 5 Uhr im Bus, ne? Dann da hingefahren, dann auf dem Weg dahin. Junge, ich habe immer, auf dem Weg dahin habe ich immer Silbermond gehört, weil ich einfach so traurig und depressiv war. Oh mein war. Gott, da kann man auch nur depressiv werden, wenn man so eine Scheiße hört. Dann habe ich immer Silbermond gehört und immer war kurz davor zu heulen. Weil hört man mal, Musik soll doch fröhlich machen in meiner Welt. Hört mal Musik an, die fröhlich macht und nicht immer so eine traurige Scheiße. Ne, das ist. Was musst du? Ich musste Mana tanken. Oh. Ne, und Kraft sammeln, um den Tag zu überstehen. Und bin ich da. Und was ich auch immer gehört habe auf dem Weg, das war dann was Netteres, war, zu der Zeit kam Crow raus mit Easy. Dann habe ich immer erst Silbermond, dann fast geheult und dann habe ich Crow gehört und dann habe ich irgendwie probiert, mich in diese, ne, irgendwie reinzukommen, in den Fanatismus irgendwie durchzudrehen, damit man das irgendwie aushält. Weil ich konnte nicht, es war wirklich für mich das Schlimmste, diese 8 Stunden an so einer Maschine stehen, ich kann das nicht. Weil ich kann das einfach nicht. Na ey, ich hab das 10 Jahre gemacht, ich weiß, wie das ist. Ja, ja. Ich hab das 2 Monate gemacht. Ja, weißt du, so ein Mädchen, ne? Wenn wir darüber reden, was mädchenhaft ist. Nach 2 Monaten schon zusammenbrechen psychisch. Ich bin dann eines Tages dahin, nach 2 Monaten. Dann stand ich da wieder und dann habe ich 2 Stunden lang überlegt, ich bleibe heute nicht hier. Punkt. Ich bleibe nicht hier. Also ich habe mir mal im Vorfeld gedacht, so ich gehe heute nicht hin. Und dann bin ich auch nicht hingegangen. Nee, und dann bin ich nach 2 Stunden dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, tut mir leid, ich gehe jetzt. Ich kann nicht mehr. Und was haben deine Eltern gesagt?
Die sind ausgerastet. Ich wollte gerade sagen. Junge, es gab so krassen Streit. Ich wurde so fertig gemacht, wirklich. Weil meine Eltern sind ja beides auch so richtige Workaholics. So die, also das haben meine Eltern Gott sei Dank nicht, aber die können, also, weil meine Mutter kann das schon verstehen, aber mein Vater, der ist auch so, ja, man macht das halt. Das soll auch keinen Spaß machen, das ist egal. Das ist ja, halt das nee. Leben. Ja, weiß ich ja, nicht. Ja, muss das, klar. Muss so. Das wirklich das Leben sein? So ist es bei meinem Papa auch, ne? Aber meine Mama, also meine, weißt du, die kommen nach 8 Stunden Arbeit, weißt du, mein Papa arbeitet körperlich, meine Mama auch. Die kommen nach 8 Stunden Arbeit, kommen die dann nach Hause. Und dann gehen die in den Garten und dann macht mein Papa noch, dann zementiert er da noch irgendwie eine Treppe und. Ja, das macht mein Vater auch. Das ist ganz klar. Die kommen von der Nachtschicht, ne? Kommt er. Und dann ist halt einfach so, dann geht das nahtlos über. Frühstück, das Frühstück ist ihm heilig. Da darf auch keiner so richtig stören, ne? Die Bild-Zeitung und das Frühstück. Das ist wichtig. Ja, aber und dann, sagen, und dann, der hat letztens noch die ganze Küche. Aufgerissen und die Terrasse nebenbei, weil da ein Rohr verstopft war. Das ja, hat er neben der Arbeit mal eben so gemacht. Weißt du, das wäre für mich, ja, das wäre jetzt Ende der Welt eigentlich, weil ja, ich könnte dann braucht das man Urlaub. Urlaub würde nicht mal reichen. 2 Wochen mindestens, da muss man hoffen, dass man nach 1,5 Wochen genug Kraft hat wieder, dass man das wirklich machen kann in seiner freien Zeit. Wirklich, so. Ich verstehe das nicht, weißt du, und dann kommst du von der Schule. Weißt du, pass auf, ich muss mir Stream frei nehmen, damit ich meine Küche aufräumen kann, das ganze Wochenende. Wir sind solche Opfer. Das ist einfach, ja, aber es war auch echt viel. Ich muss allerdings nicht die Schränke abbauen und so, aber naja. Ich check das nicht wirklich, meine Eltern sind da wirklich, die sind solche Workaholics und die haben mich natürlich angeschrien des Todes. Nee, das glaub wovon ich willst du jetzt leben? wie stellst du dir das vor, jetzt den ganzen Tag hier zu Hause sitzen oder was? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Nicht einen Alter. Tag gibt es das, Quarne. Es war wirklich. Sollen die Nachbarn denken, wenn du ja, zu Hause sitzt. So, ne? So ist es bei meinen Eltern. Ja, bei meinen auch. Boah, wenn man ein bisschen zu laut redet, mein Vater immer so, red mal leiser, die Nachbarn. Das ist mir doch egal, ne? Die Nachbarn halt was. Die ja, leben Menschen. Und Entschuldigung. Ach ja, und dann, ja, aber ich habe auf jeden Fall dann halt einfach von heute auf morgen dann gesagt, ich gehe, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ja. Und ja, so habe ich es im Grunde ja auch gemacht. Aber ich wusste schon im Vorfeld, Wochen, dass ich nicht mehr hingehe, aber ich habe noch krank gefeiert von dem Pfleg wie ein normaler Mensch. Ja, das ist natürlich klug. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Das habe ich damals noch nicht gelernt. Ja, in 2 Monaten lernt man auch nicht so viel über die Arbeit, wie andere in 10 Jahren halt, ne? Das stimmt, ja, das stimmt. Aber ja, und dann, aber das Ding ist, auf dem Weg, also direkt, wenn ich von der Arbeit quasi fertig war, direkt 1 Minute später kommst du an einem Lidl vorbei. Und ich habe mir diese 2 Monate lang, habe ich mir immer nur überlegt, was kaufe ich mir gleich, wenn ich Feierabend habe im Lidl? Das ist langweilig, muss ich ein bisschen sagen. Und dann bin ich arbeiten gegangen, bin in Lidl gegangen, hab eingekauft, bin nach Hause gegangen, hab gefressen und dann irgendwann bin ich kaputt eingeschlafen und dann bin ich wieder zu der Arbeit gegangen. Und, ja, ist normal, und YouTube, ne? Habe ich nebenbei halt gemacht ein bisschen, ja. Ne? Und das war die schlimmste Zeit meines Lebens, also. Ja, waren so ja nur 2 Monate. Ja, Junge, ne, ich kann das einfach nicht. Deswegen, ja, halt weiß ich nicht. Das sind immer so Aussagen, so ich kann das einfach nicht. Ja, wo ich natürlich, ich kann das erstmal grundsätzlich nachvollziehen, weil ich hasse es ja auch. Einfach die Motivation, so, ja, die fehlt doch alle. Ja, das ist genauso wie, also so zum Vergleich, hatte letztens, hatte ich auch wieder einen Streamer gesehen, der hatte dann gesagt, oh, ich hab so, mir Augen brennen mir jetzt gerade so, Mann. Und dann hat jemand geschrieben, ja, nimm doch Augentropfen. Und dann meinte er so, ja, bei mir ist leider das Problem, ich habe da ganz große Schwierigkeiten, mir was in die Augen zu tun. Da dachte ich mir auch nur so, Bruder, ja, weißt du, wir alle anderen, ne, wir hauen uns immer gerne irgendwie einen Nagel ins Auge oder so. Das macht uns Spaß, da poolen wir mit rum. Das ist für alle erstmal unangenehm, du Hurensohn. Was ist denn los mit dir? Natürlich, das ist normal, aber man macht es trotzdem. Man ist nicht so eine Muschi und sagt dann, kann ich nicht. Sondern man macht es einfach.
Mein ja, Gott, dann brennen euch auch die Augen nicht. Ich hatte auch 2 Monate. Ja, das Ding ist, du hättest es im Zweifel auch länger durchgehalten, da bin ich mir fast sicher. Ja, wenn alle Schräge reißen, klar, aber man war ja auch so, ne? Man wusste ja. Aber du hattest ja wahrscheinlich auch schon im Kopf, dass du irgendwie nochmal wieder studieren wolltest, ne? Weil das war ja dann erstmal das Ding auch, ne? Ja. Also, es war halt generell, ich war halt bei der Zeitarbeitsfirma, es war halt nur, um die Zeit zu überbrücken. Ja, und dann. Also war es kein Sechser im Lotto, dass diese Firma dich da genommen hat. nein, das war die einfach Zeitarbeit, ne? Ja. Schön zur Zeitarbeitsfirma und dann ficken die dich. Ja, das ist ja so. ja, so ja, machst da deine 9 Monate oder so, die man halt machen weißt darf, du, ohne eingestellt zu werden. Und dann. Ich stehe in dieser Scheißfabrik, ne, und mach da, bin da am Verzweifeln des Todes und dann gehst du in dieses Scheißbüro von der Zeitarbeitsfirma, dann sitzt da so eine Frau im Hosenanzug dir gegenüber und lacht dir eine Fresse, wie sie ihre 3.000 Euro im Monat macht. Dann denkst du ja auch so, Junge, was ist hier los? Ist das meine Sklaventreiberin? Warum hat die kein Latex an? Das ist die moderne Sklavenarbeit, ist immer so. Zeitarbeitsfirma ist wirklich auch ein... Also so ein bisschen verstehe ich es natürlich, ne? Aber es ist trotzdem... Also das ist nicht gut, dass es das so gibt, dass das so gekommen ist. Das darfst du nur gut finden, wenn du selber irgendwie eine große Firma hast und die davon profitiert oder du bist hast eine Zeitarbeitsfirma. Dann kann ich verstehen, wenn du das gut findest. Alle anderen, die normal mal lochen gehen, die sagen, oh ja, doch, finde ich eigentlich ganz richtig. Ja, den kann ich nur sagen, Leute, denk mal wirklich drüber nach, was da eigentlich los ist. Macht das. Hallo? Bitte? Nein. Ding ist halt natürlich, es gibt so. Es ist halt für den Arbeitgeber halt. Einfacher, logischerweise. Ja, aber das ist halt. Ach, nee. Das Problem ist halt, wenn der Arbeitgeber dich so einstellen will und es dann halt kacke wird, dann kriegt er dich halt super schwer raus. Das kann er damit halt umgehen. Das ist halt die Frage, ob das so sein sollte. Das sollte nicht aber, so sein, nein. Nein. Ja, es ist auf jeden Fall. Irgendwie hat es ein Geschmäckle. Ja. Irgendwie hat es so ein kleines Geschmäckle. Leute, seid ihr auch Zeitarbeitssklave? Dann tut es mir leid. Ey, wenn ich irgendwann mal reich werde, ihr kommt da raus, dann Freunde, schreibt mich an. Leute, dann schreibt mich an. Ihr kommt da entweder raus oder ihr sagt, wir finden genügend, dass ich sagen kann, ja, vielleicht machen wir ja auch einfach eine Zeitarbeitsfirma raus. Das ist diese Aktion, die mache ich und ich suche euch einen Job. Sieht's aus. Hab Bock? Ja, ne? Das wäre auch mal geil. Kein Vita-Wait oder so, weißt du, kein Gönner-G, sondern eine Zeitarbeitsfirma von einem YouTuber. Das ist mal Fans ausbeuten, so richtig. Ja, kann man so sagen. Dann kann KuchenTV ein Video darüber machen, wie wir unsere Fans ausbeuten mit Zeitarbeit. Ja. Geil. Voll geil, ein bisschen Promo. Ja. Promo-Phase mit KuchenTV. Im Proletopia-Stream sind wir dann auch. Safe. Und überall. Ja, für die. Der macht eine Gewerkschaft für uns. Nein, da gehe ich nicht von aus. Dafür. Da werden wir nicht. Da kommen wir nicht gut an. Mit so einer Aktion. Oh, komme ich doch nicht. Oh mein Gott, ich bin einfach der beste Videospieler der Welt, Alter. Das ist der Wahnsinn, schon Welt 7. Jetzt haben wir das Problem, oder? Was für ein Problem? Wie lange ist denn der Part? Ja, der ist jetzt vorbei. Ja, und du bist in Welt 7. Ja gut, 7 und 8 dauert noch. Ja und dann mache ich noch ein bisschen was anderes. Ne? Ist ja auch wieder Mario Bros. Drauf. 1. Ja, stimmt. Dann noch ein bisschen F-Zero am Ende. Wir, Leute. Haut rein, ciao. Leute, tschüss.